Also irgendwie muss das Halberstadt mal so am Halberstädter Bahnhof gestanden haben. Aber Erinnerung kann ganz gewaltig trügen. Wir werden das noch sehen. Zunächst regnet es aber erst einmal. Und der Regen ist so bitter notwendig. Und das ist bloß so ein bisschen gewesen. Aber von dem bisschen und langsamen Regen ist alles in die Erde gegangen. Das war der Vorteil des Regens. Aber bei Regen fährt man nicht nach Halberstadt. Nur bei schönem Wetter. Und das klappte dann auch. Der Regen ist vorbei, die Vögel zwitschern. Auf geht's am nächsten Tag bei Sonnenschein nach Halberstadt. Das soll nun hier erstmal für meine russischen Bekannten sein, denn die sind nämlich der Meinung, überall in Russland will der Staat kontrollieren, sogar beim Fahrkartenkauf muss man den Ausweis zeigen. Ja, das stimmt. Aber in Deutschland muss man den Ausweis nicht zeigen, aber dafür wird man anders kontrolliert. Wir sehen das hier mal. Wer garantiert eigentlich, dass nach 72 Stunden die Aufnahmen vernichtet werden? Doch wohl niemand. Direkt gegenüber vom Halberstädter Bahnhof, der Nummer 13, wie hier zu sehen, ist ein Seniorenheim im Bau. Hoffen wir, dass die nächste Corona-Welle nicht so stark ausfällt, dass wir es wieder benötigen. So kann Erinnerung täuschen. Ich war der Meinung, vom Bürgersteig gingen 2-3 Stufen runter in das Eckgeschäft hinein. Das ist nicht der Fall. Die Stufen müssen im Geschäft gewesen sein, denn Stufen waren dort. Mit diesem Geschäft hat es folgende Bewandtnis. Zur Markenzeit gab es in diesem Geschäft an einem bestimmten Wochentag auf 500 Gramm Fleischmarke 1 Kilogramm Platzwürstchen. Das heißt Würstchen, die durch Abmessung oder durch Gewicht nicht den Normen entsprachen für die Glaswürstchen. Und es war meine Aufgabe, dort anzutreten und die Würstchen zu holen. Zu der Zeit war das wie im Paradies. Man stelle sich vor, auf 500 Gramm Fleischmarken 1 Kilogramm Würstchen. Das war ein Paradies zu der Zeit. Die ehemalige Poliklinik. Das ehemalige RAW und der Wasserturm könnte doch mal renoviert werden, ne? Was man alles so in Halberstadt findet? Oh, hier hat sich Total eingekauft.
Wer erinnert sich denn noch bei diesen lebenssprühenden Bildern, dass einstmals der Kirchturm so ausgesehen hat? 8. April 1945. Gegen 11 Uhr griffen die imperialistischen Verbündeten der Sowjetunion die Stadt Halberstadt an. Nur der Stadtkern, das kulturelle Zentrum der Stadt, man kann sagen, das kulturelle Erbe der Menschheitsgeschichte, wurde grauenhaft vernichtet. Die Rüstungsindustrie, wie der Großvater berichtete, konnte 30 Minuten nach dem Angriff voll weiterarbeiten. Was werden die imperialistischen Verbündeten der Sowjetunion damit bezweckt haben? Erst viele Jahre nach Beendigung des Krieges wurden die beiden Kirchtürme wieder errichtet und die heute unter 60-Jährigen werden wohl diese Kirche in dem Zustand nicht gesehen haben. Die Häuser im Vordergrund wurden erst viele Jahre nach dem Kirchturmneubau gebaut. Das Domizil des UB der Stadt, und von dort aus sagt er den Untergebenen, wo es lang geht. Gibt es denn in Halberstadt nun auch ein bisschen was zu essen? Denn mit knurrenden Magen sind keine Kulturschätze der Menschheit aufzubauen oder zu erwerben. Und da hat Halberstadt etwas. Und das ist an für sich, leicht und doch schwierig zu finden. Aber gehen wir mal vom Bahnhof aus, und von dort aus ist es nicht mehr weit. Links vom Bahnhof aus gesehen, über die Parkplätze hinweg, sieht man diese Straße. Und dann genau dort, wo das Auto reinfährt und der Radfahrer rauskommt, links rein. Vorbei an Heines Hotel und Restaurant. Immer geradeaus weiter. Diese rote Häuserfront links scheint kein Ende zu nehmen. Immer weiter, weiter. Wir sind auf der richtigen Spur. Nach einer kleinen Pförtnerloge links rum und wir stehen vor dem Eingang. So, weiter braucht man hier keine Worte. Zurück zum Bahnhof. Das ist ja nun keine Schwierigkeit mehr. Heute ist in dem schönen Metropa-Speisesaal des Halberstädter Bahnhofs, wo der Günther sein Zepter geschwungen hat, eine Ausstellung untergebracht und wahrscheinlich irgendein Tagungsraum. Genau an dieser Seite, von vorne bis hinten, also quer hier, wie das zu sehen ist, dürften die Fahrkartenausgaben gewesen sein. Wenn man vom Tunnel die Treppen hochkommt und dann diesen Blick auf Halberstadt, ganz herrlich. Oben links auf dem schönen Halberstadt-Stadtbild ist noch ein kleiner Monitor mit verschiedenen Werbespots. Na nun, sind das hier die Farben Serbiens oder Russlands vor dem Friseursalon? Die Ankunfts- und Abfahrtspläne sind ein bisschen versteckt, aber im Wesentlichen fahren alle Züge, sei es Ankunft oder Abfahrt, um die volle Stunde. Von der Versorgungsstation der 44er 01, der 65er und der Wasserversorgung für diese Loks ist nichts mehr zu sehen.
Aber dafür kommt aus dem Gebüsch ein Zug aus Wernigerode, der weiterfährt nach Halle. Hier ist es leider nicht gelungen, den Zug aus Magdeburg zu fotografieren, wie er direkt aus dem Gebüsch hervorkommt. Schade, vielleicht beim nächsten Mal. Wenn es uns auch wirklich schwerfällt, aber bei einer Inzidenzzahl von mehr als 400 sollten wir ohne weiteres freiwillig zur Maske greifen, in öffentlichen Verkehrsmitteln.